Habt ihr eigentlich auch schon gehört, dass Ukrainer in Deutschland mit 57 Jahren in Rente gehen dürfen? Das sind Fake News. Die Wahrheit aber, die ist noch viel schlimmer. Warum? Das erkläre ich euch jetzt. Grund dafür sind zwei Beschlüsse der Ampelkoalition. Der erste Beschluss macht es ukrainischen Flüchtlingen möglich, direkt ins deutsche Hartz-IV-System einzuwandern. Der grüne Sozialpolitiker Andreas Audretsch verkündete kürzlich dazu stolz: Mit diesem Gesetz tun wir etwas, was in Deutschland noch nie davor getan wurde. Wir ermöglichen Millionen von Menschen, wenn sie zu uns kommen, die Möglichkeit, ganz direkt in unsere Sozialsysteme zu kommen. Das ist ein Riesenunterschied zu allem, was davor da gewesen ist. Direkt in unsere Sozialsysteme. Direkt in unsere Sozialsysteme. Direkt in unsere Sozialsysteme zu kommen. Das bedeutet, dass Ukrainer in Deutschland sofort Anspruch auf 449 Euro Regelsatz aus Hartz IV plus Kosten der Unterkunft plus Mehrbedarfe haben. Da ist man schnell mal bei über 1000 Euro jeden Monat. Vergleichen wir das mit dem, was Rentner bekommen. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag lag in Deutschland zuletzt bei 989 Euro im Monat. Bei Müttern in Rente, die drei Kinder zur Welt gebracht haben, sind es sogar nur 751 Euro. Und das ist der eigentliche Skandal, dass jemand, der nie in unser Sozialsystem eingezahlt hat, sofort mehr Geld zur Verfügung hat, als jemand, der ein ganzes Arbeitsleben hinter sich gebracht hat, der das Land aufgebaut hat und Kinder aufgezogen hat. Doch nicht nur das. Mit dem zweiten Beschluss hat die Ampel die Sanktionsmöglichkeiten bei Hartz IV ausgesetzt. Die Ukrainer müssen sich also nicht mal um Arbeit bemühen. Selbst wenn ihnen vom Jobcenter eine zumutbare Arbeit angeboten wird, können sie ablehnen. Und das ohne irgendwelche Konsequenzen. Das ist nichts anderes als ein bedingungsloses Grundeinkommen für Ukrainer. Und dann hat sich die links-grün-gelbe Regierung noch was ganz Besonderes einfallen lassen. Ab sofort übernehmen die Jobcenter jede Miete. 120 Quadratmeter in Berlin-Charlottenburg für 2500 Euro im Monat? Überhaupt kein Problem. Das Amt zahlt alles. Übrigens zahlen Hartz-IV-Empfänger keine Kita-Beiträge, keine GEZ-Beiträge, keine Beiträge zur Krankenversicherung und selbst Klassenfahrten für die Kinder werden vom Jobcenter übernommen. Davon können die Steuerzahler in Deutschland nur träumen. Die zahlen den täglichen Weg zur Arbeit, Kita-Beiträge für die Kinder, den GEZ-Zwangsbeitrag für die Propaganda bei ARD und ZDF, die Krankenversicherung und jetzt auch noch das bedingungslose Grundeinkommen für Ukrainer. Übrigens rechnet die Bundesagentur für Arbeit bis Ende des Jahres mit 746.000 Ukrainern in Hartz IV. Währenddessen diskutieren abgehobene Politiker darüber, das Renteneintrittsalter für unsere Arbeitnehmer auf 70 anzuheben.